Ich würde einfach mal sagen, wir können beginnen. Ihr seid soweit. Habt ihr was zu trinken? Wir sind versorgt, ja. Bezeichnet. Gut. Dann wünsche ich allen Anwesenden einen guten Abend, ein herzliches Willkommen an alle, die heute bei uns sind, egal ob sie User sind oder nur Gäste aus anderen Bereichen des Internets. Wir begrüßen euch heute alle. Und wir haben heute, ja, wie ihr natürlich wisst, etwas Besonderes vor. Ich will auch gar nicht so viel von der kostbaren Zeit stehlen, sondern nur kurz die beiden Autoren vorstellen, falls sie euch nichts sagen sollten. Wir beginnen zunächst mit Bernhard Hennen. Der ist mir damals zumindest das erste Mal mit seinem Roman über die Elfen ins Auge gefallen. Das ist nun auch schon einige Zeit her. Aus einem dicken Roman wurden dann drei Stück und schließlich immer mehr, ein ganzes Universum, was dann nach und nach aufgebaut worden ist. Und ja, seitdem verfolge ich ihn zumindest später. Das ist mir dann in meiner Pen-and-Paper-Zeit klar geworden. Hat er auch schon sowas wie die Feliasson-Saga geschrieben. Das ist schon fast 30 Jahre her. Um genau zu sein, 1990, also 28 Jahre. Ja, und das ist die Grundlage für den heutigen Abend. Folge dem Drachenhals, so hieß es damals. Und 11 weitere Abenteuer haben dann die ganze Kampagne komplettiert. Robert Corvus hat ähnlich die Fantasy geprägt, ja, zunächst Schwertfeuersaga und dann die apokalyptischen Bände Sanguinis, wo es dann um, ja, Vampire ging und später dann für Battletech geschrieben, für das Schwarze Auge, dann auch unter dem Pseudonym Bernard Craw. Also wer da den Autorennamen schon mal gehört hat, das sind die gleichen. Am bekanntesten dürfte hier wohl die Isenborn-Reihe sein, die dann, ja, aus der Reihe eine tobrische Ritterfamilie, die hier verfolgt wird. Es geht dann so ein bisschen um das Borberats Erscheinen, die Eroberung bis hin zum Jahr des Feuers und der Wildermark. In meinen Augen absolut genial. Und jetzt haben sich diese beiden Autoren zusammengeschlossen und schreiben seit 2016 an einer Roman-Dodekalogie. 12 Romane zu je 12 Abenteuern. Ja, wie gesagt, 28 Jahre ist das erste Mal her. Jetzt wird sie erneut aufleben lassen. Ich verzichte so ein bisschen auf Spoiler, weil einige spielen sie noch, andere wollen sie vielleicht noch spielen. Kurz die Zusammenfassung, was bisher geschehen ist. Filiasson ist ein Torvaldscher Kapitän und Wikinger durch und durch. Und der ist im Wettstreit mit einem anderen Kapitän. Wer umreißt als erstes in 80 Tagen die Welt? Genauso wie Phileas Fogg in dem namensgebenden Roman von Jules Verne. Ja, aktuell befinden wir uns irgendwo vor Maraskan im Totenmeer und damit gebe ich das Wort ab an Robert und Bernhard. Jo, herzlich willkommen alle zusammen und ja, wir überrollen euch jetzt gleich mit einem Lesestück aus Totenmeer. Und wie schnell fangen wir an? Bernd? Sofort. Sofort. Also, Bernd ist für sofort überrollen. Ja, das Spoilern kneifen wir uns, da ja vielleicht doch tatsächlich noch einige, die es spielen oder lesen wollen, dabei sind. Die Stelle haben wir ausgewählt, um einen Vorgeschmack auf das Buch zu geben, Dinge vorzulesen, die charakteristisch für dieses Buch sind. Und ich würde vorschlagen, jetzt lesen wir und plaudern tun wir hinterher. Lesen aus dem zweiten Kapitel des Buches, das heißt Der Atem des Totenmeers. Wir befinden uns nahe der Zedrake Borons Stolz im Verdichtungsgebiet des Sargassomeers am ersten Tag im Kornmond. Das ist also Hochsommer. Da war doch ein Geräusch gewesen. Jonne Varulfsson verharrte reglos, lauschte in den Nebel. Ein Gluckern wie von Blasen, die im Wasser aufstiegen, war ganz in der Nähe zu hören, aber nicht das schwerfällige Klatschen von Schritten. Einen Herzschlag lang war es hier still. Ein Geräusch wie von Wellen klang von Westen. Leicht Täuschung. Ab und an zerteilte eine plötzliche Böe die Nebelschleier, die dicht über dem Tang zogen. Manchmal war auch das Singen des Winds in einer Takelage irgendwo vor ihm zu vernehmen. Allerdings war er sich längst nicht mehr sicher, ob er in Richtung des Schiffswracks ging, das er bei Sonnenuntergang gesehen hatte. Immer wieder musste er die Richtung ändern, um einen Pfad durch den Tang zu finden. Mehr als einmal war er hier bis über die Hüften im brackigen Wasser versunken
und hatte sich nur mit Mühe wieder freikämpfen können. War vorsichtig geworden, stocherte mit dem stumpfen Ende des Speers im Seetang herum, um zu prüfen, ob der unsichere Grund ihn tragen würde. Obwohl er sich mit Einbruch der Nacht abgekühlt hatte, war er jetzt in Schweiß gebadet. Wann immer Wind über das Tangmeer strich, fühlte es sich an, als tasteten eisige Finger nach ihm. Krochen unter seinen Rucksack, berührten seinen Nacken, streichelten seine Stirn. Da war wieder dieses Platschen. Folgte Zidane ihm doch schon? Hatte sie nicht Wort gehalten, diese falsche Schlange zuzutrauen, war ihr alles. Tjorne war sich ganz sicher, dass die Fechterin nur deshalb in Filiassons Otajasko gewechselt war, um ihm nachzustellen. Und wahrscheinlich auch Tylstyr, dem arglosen Tropf, dem sie den Kopf verdreht hatte. Er war nicht mehr wütend auf seinen Jugendfreund. Sie war eine schöne Frau geworden und Tylstyr war immer schon etwas weltfremd gewesen. Ein Zauberer eben. Bei der Erinnerung an ihre gemeinsamen Jugendabenteuer lächelte Tjorne. Ausflüge in die Klippen, Bootsfahrten. Tylstyr hatte sich oft erschütternd ungelenk angestellt, aber er war immer ein treuer Freund gewesen. Dass sich das geändert hatte, konnte nur am Gift von Zidanes Worten liegen. Donne war sich ganz sicher, dass sie auch Tylstyr den Krebsen überlassen würde, wenn sie ihn nur in die Finger bekäme. Kämpfte hier nicht für sich allein. Er würde auch das Leben seines ältesten Freundes retten, wenn er Zidane besiegte. Und besiegen konnte nur heißen, dass er sie töten musste. Mit ihr war nicht mehr zu reden. Sein noch so hohes Turgold würde sie dazu bringen, das alte Unrecht als abgegolten zu betrachten. Nur ihr Tod konnte sie noch aufhalten. Ein unheimliches Raunen klang durch den Nebel, fast wie flüsternde Stimmen. Aus welcher Richtung es kam, vermochte er nicht zu schätzen. Von dem Schiff? Oder war er etwa im Kreis gelaufen? Näherte er sich wieder der Zwillingsmond? Er durfte sich nicht der Angst überlassen. Lenya war unmissverständlich gewesen, was dann passieren würde. Donne rammte den Speer in den Grund vor sich. Zäh genug, befand er, und machte einen vorsichtigen Schritt voran. Da war es wieder dieses Raunen. Da war es doch eher ein Schluchzen. Verharrte, lauschte. Jetzt war es still, bis auf das leise Glucksen, das zwischen dem Tang aufstieg. Irrte er sich, wenn er glaubte, dass es vorüber sei, wenn er Zidane tötete? Würde ihr Geist an diesem Ort keine Ruhe finden und ihn weiter verfolgen? Und was konnten Geister ihm antun, außer ihm Angst einzuhalten? Links von ihm war wieder eines der unheimlichen fahlgelben Lichter im Nebel zu sehen. Vielleicht 100 Schritt entfernt. Es bewegte sich dicht über dem Tank, als würde dort jemand kriechen und dabei mit letzter Kraft eine Blendlaterne hochhalten. Donne biss sich auf die Lippen. Fast hätte er gerufen. Könnte er sich dann auch gleich hinsetzen und auf Zidane warten. Da stocherte er mit dem Speer, machte ein paar Schritte vorwärts, bis es sich anfühlte, als würde er den Holzschaft in eine zähe, abgestandene Erbsensuppe eintauchen. Wich zur Seite aus. Und fand festeren Grund. Wenn er in so ein Loch trat, würde er darin versinken, ohne die geringste Spur zu hinterlassen. Zidane würde ihn niemals finden. Sie könnte endlos über dieses verfluchte Totenmeer irren, aber würde seine Seele zu Svafnir finden?
Was lag unter dem Tang? Gewiss nicht die klaren Tiefen, durch die der Gottwal glitt. Das Gift des Tangmeers sickerte sicher auch nach unten. Dort war eine dunkle Kloake, ein Abgrund, in dem Hrangar, die große Schlange, lauerte, die ewige Feindin Svafnirs. Bjorne stellte sich vor, wie er in ihr weit aufgerissenes Maul stürzte, wenn er hier versank. Namenlose Angst überkam ihn. Er wäre ausgelöscht, als hätte es ihn nie gegeben. Selbst in Zidaines Hände zu fallen, konnte nicht so schrecklich sein. Sie würde ihn martern. Aber wenn er sie tapfer überstand, würden diese Qualen seine Seele läutern. Schreckenswinter in Steinacker wäre für immer getilgt und er würde einen Platz im Schildwall Svafnirs bekommen. Sein Speer stieß wieder in Zähnbrei. Bjorne wich zurück, Fuß glitt ab. Da war plötzlich kein Grund mehr. Warf sich zur Seite. Schmatzend umarmte ihn der Seetang. Er schrie auf. Etwas Bitteres spritzte in seinen Mund. Er hustete, spie, Speichel troff ihm von den Lippen, versickerte in den Bartstoppeln. Zweifelnd schob er sich nach hinten. Das Tangbrett, auf dem er lag, begann sich aufzulösen. Er faserte unter ihm. Sein Speer sackte weg und verschwand in dem unsteten Grund. Er rollte sich herum, krabbelte auf allen Vieren. Er schrie erneut, vermochte seine Angst nicht mehr zu beherrschen. Geiste sah er das weit aufgerissene Maul Hrangars, dort irgendwo unter ihm. Die Schlange wartete, spürte, dass er hier war. Schmatzend versanken seine Hände und Knie in dem Schlamm aus fauligem Tank. Seine Finger fanden keinen Halt. Er ließ sich nach vorne kippen. Sein Oberkörper klatschte in den Schlamm. Wie eine Robbe kämpfte er sich vorwärts. Der bittere Geschmack füllte seinen Mund aus. Spuckte, schrie erneut, kämpfte sich vorwärts, klatschte in den Schlamm und schluckte wieder schwarze Bitternis. Immer und immer wieder wiederholte er das, warf sich vorwärts, stemmte sich auf den Armen hoch, warf sich vorwärts, getrieben von der Angst, ohne eine Spur aus dieser Welt zu verschwinden. Endlich drohte der Boden unter ihm, ihn nicht mehr zu verschlingen. Erschöpft, keuchend, lag er lang hingestreckt, über und über mit dem Schleim verrottenden Tanks. Hilf mir! Die Stimme war leise. Die Sonne blickte auf. Da war eine Frau. Neben ihr stand eine Laterne, in der ein fahlgelbes Licht brannte. Sie trug ein weißes Gewand, das mit prächtigen roten Blüten bedruckt war. Ihre Frisur war kunstvoll hochgesteckt. Ein Kamm, von dem Perlenschnüre hingen, ragte aus ihrem rabenschwarzen Haar. Solche Frauen hatte er auf Maraskan gesehen. Ihr Gesicht war leichenblass, die schwarzen Augen auf Bjorne gerichtet. Sie wiegte ein Bündel in ihren Armen. Bjorne sah zerzaustes schwarzes Haar zwischen Seidentüchern. Sie hielt den linken Arm über den Mund des Kleinkinds. Blut troff von ihrem Handgelenk. Hilf mir, flehte sie schwach. Mein Sohn muss trinken. Ich habe bald nichts mehr. Hinter ihr erhob sich in dunklem Rot ein Schiffsrumpf. Hilf mir! Jon stemmte sich hoch, tastete nach dem Wasserschlauch. Er war unversehrt. Seine Axt, sein Gürtel, Rucksack saß schief. Guckte die Trageriemen zurecht. Ich habe Wasser. Immer noch war sein Mund voll Galle bitterem Schleim. Schnell, er stirbt! Vorsichtig tastete Tjorne mit seinem rechten Fuß voraus. Der Untergrund fühlte sich halbwegs sicher. Aus dem Bündel in den Armen der Frau ertönte ein leises Röcheln.
Schnell! Drängte die Maraskanerin. Don stürmte vor. 2 Schritt, 5. Im letzten Augenblick sah er das dunkle Glitzern von Wasser unmittelbar vor der Frau. Alle Licht brach sich darin. Der Boden unter seinen Füßen gab nach. Warf sich zurück, landete in der kalten Umarmung des Tanks. Sein Rucksack zog ihn nach hinten, schob sich weiter zurück. Jetzt war der Grund wieder fester. Frau war verschwunden. Nur ein blassgelbes Licht lohte neben dem Schiffsrumpf. Einen Herzschlag lang. Jorne sah ein Tau herabhängen, dann verschwand das Leuchten. Zweifelnd tastete er nach der Laterne, die Eimnir ihm gegeben hatte, hatte sie seitlich am Rucksack befestigt, aber sie war nicht mehr da. Keuchend kämpfte Tjorne gegen seine Panik an. Er dachte an Lenjas Worte, er durfte keine Angst haben, wollte die Geister nicht auch noch anlocken. Vorsichtig, auf allen Vieren, arbeitete er sich in Richtung des Schiffs. Er brauchte festen Boden unter den Füßen, einen sicheren Platz zum Schlafen. Den verdammten Tank konnte er nicht länger ertragen. Er tastete lackierte Holz des Rumpfs, richtete sich halb auf. Langsam ging er nach links. Es war so dunkel, dass er kaum die Hand vor Augen sehen konnte. Er bekam das Seil zu packen. Mit einem Ruck prüfte er, ob es fest verknotet war. Dann zog er sich daran hinauf, Bord des Schiffes, und er in Sicherheit. Jorne Varulfsson ist in unserer Saga bekannt für seine dramatischen Fehleinschätzungen. Das ist hier nicht anders. Und damit beenden wir dann auch mal die Lesestelle und freuen uns auf eure Fragen.